geht ab, Freunde. Bevor das Video losgeht, eine kleine Bitte. Und zwar habe ich die Statistiken gesehen auf meinem YouTube-Kanal und habe gesehen, dass über, ich glaube, 75, wenn nicht sogar 80% der Aufrufe von den Videos noch kein Abo dagelassen haben. Und das kann es ja nicht sein. Deswegen liken, kommentieren und am wichtigsten Abo dalassen, dass der Kanal wächst, dass wir in Zukunft geile Videos noch weiter machen können, dass wir auch mal eines Tages in die Trends kommen. Da sehe ich uns. In dem Sinne, lasst ein Abo da, kostet nichts. Ich freue mich, ihr freut euch. Supi, viel Spaß mit dem Video, danke. Wen haben wir denn hier alles? Orange, Morange, Monte, Gigant, Knossi, Tanzebot, Chef Strobel, Razer, Medi, Unsympathisch, GT, G-Tasty, Sirizzle, Trimax, Jeremy, Amar, Inscope. Schauen wir mal. Medi ist da, kann nur gut werden, Kappa. Noch Streamer in die Kommentare schreiben, die es verdient haben, ein Dankeschön zu bekommen. Konzept legendär, Twitch und die das jetzt wollen. GTA RP, das größte Ding in Amerika überhaupt. Das, was die meisten Klicks gibt, was am allererfolgreichsten auf Twitch ist. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen, weil ich keine Rolle spielen kann. Ich glaube nicht. Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt's eine Premiere. Ihr habt euch. Was ist eigentlich immer für ein Charlie Haber-Hemd, was er da anhat? Ist es von Dings oder was? Von seiner Kollektion? Seit Jahren GTA und GTA RP Roleplay gewünscht. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen. I'm a bad liar. Oh Gott. No, right there, right there, right there. Was machst du da? Der ist ein Late. Ja, lass mich doch einmal Ruhe. Es kommt nur 40 plus, Leute. Okay, pass, ja. Du elender Hu. Fuck. Kurz. Geil. Woher kommst du? Deswegen, ich komme aus Amberg und wir haben uns auch schon mal gesehen. Weißt du... Wo liegt Amberg? Noch als du in Tschechien warst. Die drei Mädels. Du bist mit Knossi da gewesen. Ach so! Und wir sind spontan vorbeigefahren und dann durften wir mit zu euch hoch. Wiederschauen und rein ja! Der Call. Unangenehm, Digga. Und wir waren immer Legend. Ich musste jemanden hinterher, der irgendwie nicht bezahlt hatte und auch sich nicht umgezogen hatte. Oh nein, alles gut bei dir. Gieß dir gut, gieß dir. Er macht auch gutes RP, ne? Muss ich mir mal im Stream bei ihm angucken, aber ich finde die Clips immer stark und gigant. Bisse! Gieß dir Bisse, du Ken! Gieß dir Bisse! Du Hundesohn, du! Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken. Sehr schwieriges Thema. Wieso ist dein Gesicht so kacke? Mein Gesicht ist nicht so. Wieso ist das so kacke? Was 1:1? Die Zähne? Da sag ich ja. Die Zahnfarbe? Klar, da ist sie. Die Zahnfarbe, guck hin, mach mich nebendran. Original, die Zähne. In dem Paket sind zwei Bücher von Merkel und dir. Ah ne, von Marcel und dir. Das steht doch Merkel. Ja, doch, ist von Merkel. Merkel mit C. Also jetzt muss ich ja mal dazu sagen, natürlich das Einzige, was jetzt hier ein wenig sagt, oh no, I hope I don't fall. Oh. Warum fallen denn alle vom Stuhl? Wie andere Streamer auf Spenden reagieren. Danke für ein Bit. Danke. Danke für den Support. Versus Monte. 500 Euro Donation. Kuss, Digga. Das war, glaube ich, aber von Wally-Tim oder so, ne? Geburtstag oder irgendein Scheiß bestimmt. Wenn ihr ein Date habt, eine nice Chick einladet oder auch als Mädel einen nice Boy einladet oder auch als Boy einen nice Boy einladet oder auch als Mädel ein nice Mädel einladet, wie auch immer, dann geht ihr her und kocht. Oder als divers einlädt, ne? Einfach mit der Person was zum Essen, weil die... Letztens zu 70 Subs kurz Danke gesagt. Das Ding ist halt, guck mal, Monte streamt halt auch mit vielen Zuschauern, er hat viele Subs. Und er macht es lange. Wenn du in jedem Stream gefühlt 500 Subs machst, bist du irgendwann abgedingst. Weißt du, ich meine, abgestumpft. Ich freue mich auch immer über 5 Subs, aber was willst du auch irgendwann groß sagen? Du kannst ja keine Rede vorführen, so wisst ihr, wie ich meine? Gesprächsthemen gehen einem nicht aus, weil du weißt nicht, was du sagst. Also bei Monte immer witzig. Oh, 100 Subs, danke dir. Als wenn es so, keine Ahnung, als hätte er einen dritten Monat geresubbt. Mehr als Danke sagen kannst du ja auch nicht, weißt du? Du sagst, reich mir mal bitte das Salz, reich mir mal bitte das Pfeffer. Ihr könnt immer was sagen, ihr habt immer Gesprächsthemen und ihr habt eine Tätigkeit, die wirklich sehr intim ist, ja? Zum Beispiel, dann steht das Mädel am Herd und ich laufe dran vorbei. Huch!
aus Versehen über. Und es ist einfach eine super Sache, da könnt ihr euch super annähern. Guck mal, ich hab gebremst, wurde trotzdem abgebremst. Gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Braucht sie einen guten Körper? Ja. Vom Berg, oh mein Gott. Warum war der Clip drin, habe ich jetzt nicht verstanden, wegen dem Voice Crack oder was? Das ist wirklich eins von Knockout. Chat, wollt ihr die Uhren noch sehen? Also, das ist jetzt nicht auf frech oder so gemeint, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Uhren und Düfte skippen und zu der Schwester vom Markt vorgehen. Stark. Hey Sascha, könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Im Triggert und falls du jetzt gecheckt hast, ob da einer ist, geh weiter. Achtung, wenn du mit flackernden Lichtern nicht klarkommst, schau Achtung. Den Clip nicht. Hä? Direkt diese Tränen in den Augen, jeder kennt. Boah, Kreis, jetzt hast du da. Ey, oh! Oh man! Beide. Look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Wir feiern Junggesellenabschied. Der könnt die alle bumsen. Das merkt man sofort. Ich werde nach diesem Stream werde ich mich ordentlich anziehen, genau wie er, und ich werde auf die Straße gehen und die Frauen einfach nur angucken, ohne irgendwas zu sagen. Und es wird genau auf dasselbe hinauslaufen. Die sympathisieren ja alle mit ihm, obwohl er alle böse anguckt. Genau so werde ich es machen. Er ist auch nicht hässlich. Oh Gott, der Arme. Wieder mal kein Konzept. Ich wollte gerade sagen, mein Headset ist aus, aber mir ist direkt in den Kopf gekommen, das ist von dem Wichser. Die Kids. Diesmal nicht mit mir. Und es hätte von der Zeit her perfekt gepasst, bis ich das Kabel in meinem Headset hätte. Wie geht's, wie steht's, willkommen. Ich guck mal kurz, ob das geklappt hätte von der Zeit. Eine Sekunde. Moin, moin. Die Kinder alle böse anguckt. Genauso werde ich es machen. Er ist auch nicht. Wir testen kurz. Hässlich. Wieder mal kein. Hätte ich jetzt Kabel geholt? So gemacht? Na, wäre zu schnell. So viel Arbeit in die Videos, sieht man da. Dann hätte es mich noch mehr gefickt. Gutes Video. Aber ich hab's. Gedodged, Jani. Doggy dodged.